What's poppin'? Ich begrüße euch recht herzlich zu meiner neuen Kochstunde und wahrscheinlich auch dem spontansten Video, was ich jemals auf diesem Kanal gedreht habe. Ich hatte gerade überhaupt gar keinen Bock zu schneiden und dann habe ich gedacht, oh, ich habe voll Bock zu drehen. Boah, ich muss noch Mittag machen. Ich drehe jetzt mein Mittagessen. Und es passt ganz gut zusammen, weil ich euch auf Instagram gefragt habe, ob ihr Bock habt, dass die Kochstunde ein Revival hat. Ihr habt ja gesagt und das habe ich so doll gefreut. Ich habe die nämlich damals aus den völlig falschen Gründen abgesetzt. Ich habe nämlich das Buch gelesen. Wie hieß das? The Big Magic. Und da habe ich ein völlig neues Bild auf meine Arbeit bekommen. Deswegen gibt es wieder Jackos, Studenten, Hartz IV, vegane Rezepte to go. Für alle Leute, für die diese Kochstunde neu ist, die sie noch nicht kennen, ich kann euch hier die anderen verlinken, dann könnt ihr mal reinschnuppern. Bei mir gibt es auf jeden Fall immer vegane Rezepte, aber doch ein bisschen einfacher. Also es kann sein, dass wir irgendwann auch mal was Kompliziertes, Außergewöhnliches machen, aber in der Regel sind es eher so zack, zack, zack. Es kann auch mal sein, dass eine Fertigsoße oder ein Fertiggericht mit reinkommt. Also das ist ja alles recht unkompliziert. Ich sage das nur vorab, weil zum Beispiel ist heute ja Dim-Sum-Soße aus dem Discounter dabei. Und ja, es gibt Leute, die sind total schockiert, wenn jemand seinen Hummus nicht selber macht, sondern im Aldi kauft. Und deswegen sage ich das immer vorab. Hier sind auch ein paar fertige Sachen dabei. Hier geht es ein bisschen um Schnelligkeit, aber trotzdem mit dem Fokus darauf, dass es vegan ist und auch auf jeden Fall gesünder ist als das, was ich früher gegessen habe. Zum Beispiel Curry King. Heute soll es Sommerrollen geben. Ja, ich bin ein ganz großer Fan von Sommerrollen. Für die Leute, die Sommerrollen nicht kennen, das sind nicht die frittierten Frühlingsrollen, die ihr vom Asiaten kennt, sondern das sind die durchsichtigen. Seht ihr gleich. Ich habe, als ich das erste Mal Sommerrollen gegessen habe, mochte ich das überhaupt nicht, weil da Koriander drin war. Mittlerweile liebe ich Koriander sehr doll. Aber das sage ich nur, weil falls ihr Sommerrollen schon mal gegessen habt und den Geschmack ganz eklig fandet, aufgrund irgendwelcher Kräuter, die da drin waren, kann es sehr gut sein, dass das Koriander war. Und deswegen rate ich euch, probiert es nochmal aus und dann vielleicht ohne Koriander. Kommen wir dazu, was ihr braucht. Ihr braucht auf jeden Fall Reispapier. Ich habe meins bei Amazon gekauft. Ich werde es euch unten in der Infobox verlinken. Dann braucht ihr Reisnudeln. Und dann braucht ihr eigentlich nur das Gemüse, das ihr reinhaben wollt. In meinem Fall ist das heute Gurke, Paprika, Tofu und ich mache noch Minze rein. Und normalerweise mache ich noch Koriander rein, aber die hatten gestern im Edeka keinen Koriander. Das allererste, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst eure Reisnudeln einweichen. Dafür nehmt ihr euch einen großen Topf. Ihr könnt es so leicht aufkochen, antochen oder ihr könnt auch einfach, wenn es bei euch sehr heiß ist, das heißeste Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Ich mache das gerne schon am Tag vorher oder zumindest eine Stunde vorher. Als nächstes, Entschuldigung, ihr müsst mich jetzt zwischendurch von hinten sehen. Ich habe nicht so eine, ich bin nicht reich, okay? Also erstmal ist es gar nicht meine Küche, es ist die Küche von meinen Eltern. Leute, die so richtig viel Geld haben, und ich glaube auch andere, aber in meiner Welt sind das immer noch Leute, die richtig viel Geld haben, die haben eine Kochinsel. Und an Kochinseln kann man super gut drehen, weil du immer diesen Tisch da hast, weißt du, und so mit Menschen sprechen kannst. Zuerst schneidet ihr die Paprika klein. Und da müsst ihr keine Würfel machen, sondern einfach so lange Streifen. Und genau dasselbe macht ihr mit der Gurke. Also ich schneide mir dann immer so ein Stück von der Gurke ab und dann mache ich mir so Streifen daraus. Ein bisschen länger sind, dann kann man die sehr gut einrollen. Parallel zum Schneiden könnt ihr dann den Tofu anbraten. Ich habe meinen schon angebraten. Ich mache den auch dann immer in so längliche Stückchen. Dann kann ich in der Sommerrolle so zwei nebeneinander legen. So, dann packt ihr das alles in eine Schüssel, dass ihr das griffbereit habt. Dann kommen noch meine Nudeln daneben. So, als nächstes braucht ihr eure zwei Teller, beziehungsweise drei Teller, weil ich brauche immer einen Teller, wo ich die fertigen Sommerrollen drauf ablege. Der eine Teller ist dafür, um das Reispapier zu befeuchten und der andere ist dafür da, um die Sommerrolle zu befüllen. Genau, deswegen ist das Erste, was ihr macht, einen Teller nehmen und diesen Teller, so gut es geht, dass das Wasser nicht überfloddert, mit warmem Wasser zu füllen. So, ich habe mir mal gerade Kevin zur Hilfe geholt, damit er filmt, was wir hier machen, weil ich... Hallo. So, ihr nehmt euch das erste Reispapier und dieses ist der Teller mit dem Wasser. So, und dann drehe ich das hier so durch und sorge dafür, dass das Wasser auch bis zur Mitte kommt. Übrigens, Entschuldigung für meine räudigen Fingernägel. Dann packt man das hier hin auf den anderen Teller und dann fange ich an zu befüllen. Die Nudeln ins untere Drittel, Paprika, Gurke, ihr könnt da wirklich alles reinmachen, Karotten, meinetwegen auch Tomaten, da könnt ihr wirklich rumexperimentieren, wie ihr wollt, mit Kräutern und was weiß ich was. Wenn ihr irgendwie einen Asiaten habt, wo ihr gern essen geht und sagt, ihr mögt die da besonders gerne, dann achtet einfach mal darauf, was da drin ist. Einmal hier rüberschlagen, gut festhalten alles,
stramm drunter drehen, aber nur so stramm, dass ihr das Ding nicht kaputt reißt. Das ist wirklich nicht schwer, ne? So, dann die Seiten rüberklappen. Gucke rein da. Seiten rüberklappen. Und weiter drehen. Es gibt übrigens 1000 Tutorials auf YouTube, also ihr werdet es finden. Ja, Leute, und das war auch schon das Schwierigste in der Geschichte. Also, ich zeige euch das nochmal. Das sieht bei mir natürlich jetzt nicht so super schön aus wie bei ganz vielen Foodbloggern im Internet. Aber im Grunde genommen ist es wie beim Sushi. Ich mache auch immer dieses zurückgebliebenen Sushi, wisst ihr? Also nicht, wo man den Reis auf allem verteilt, sondern einfach nur so eine Wurst macht und es rumdreht. Aber es schmeckt halt genauso, als wenn ich Sushi essen gehe. Also ja, ich finde, es sieht trotzdem ganz schön aus, aber es geht natürlich noch schöner. Ich mache das meistens relativ einfach, weil ich es mag, wenn Sachen gesund, schnell und lecker sind. Ja, weil ich nämlich dazu neige, wenn Sachen nicht schnell gehen und ich zu lange, zu kompliziert koche, wieder zurückzufallen in Junkfood und sehr fettige und ungesunde Sachen. Und dann fühle ich mich wieder kacke. Und ja, ich bin da sehr einfach gestrickt und deswegen brauche ich immer einfache Rezepte, weil ich eben nicht jeden Tag den Kopf frei habe oder noch daran arbeite, mir überhaupt die Zeit dafür zu nehmen, sehr viel Zeit in Kochen zu investieren. Genau, ja, und was ich immer mache dazu als Dip, weil ich die ganz doll liebe und die gibt es auch ganz oft beim Asiaten, ich nehme diese Dim Sum Suppe. Ich habe dann einfach hier mein Ding, gehe hier einmal rein. Oh, ich liebe das, das ist so geil. Das ist wie Sushi für mich, das hat so was Fancyes. Aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man sich was Schlechtes tut. Also wie gesagt, ich nehme mal diese Soße. Aber ihr könnt euch auch ganz einfach selbst einen Dip machen. Ich bin richtig mit vollem Mund, ne? Voll. Ich komme richtig voll mit dem Penner gerade. Meine Fingernägel sind richtig ekel. Das hat mir noch nicht mal die Mühe gemacht, mich für euch zu schminken. Aber kein Bock. Ich wurde halt nicht gut erzogen. Was soll ich machen? Sorry, Mama. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr euch mal irgendein ein Rezept wünscht oder so. Vielleicht habe ich da eine gute Alternative. Lasst mich in euer kleines Köpfchen gucken. Und ansonsten würde ich sagen, adios amigos, ciao Kakao. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace up, A-Town. Ih, meine Fingernägel.